Das Praktische am Caddy ist eigentlich so, die Größe ist ein guter Kompromiss zwischen Stadtauto und Wochenend-Outdoor-Erlebnisauto sozusagen. Ich kann Sitze rausnehmen, Sitze reinpacken, wie ich möchte, was natürlich, gerade wenn man vielleicht mit der Familie auch unterwegs ist und viel Zeug dabei hat, einen Kinderwagen, ein Stand-Up-Paddleboard oder was auch immer, kann man den Caddy eigentlich so nutzen, wie man ihn eben gerade braucht. Caddy kennt man aus dem Nutzfahrzeugsbereich raus, also von der Baustelle, der dann so ins Leben gerückt ist. Ich finde ihn wirklich lässig. Also ich finde das eine coole Variante, wenn man einen kleinen Bus will. PKW-Größe, nur halt einfach mit viel mehr Raum. Ich finde ihn absolut gelungen. Er ist natürlich moderner und schnittiger geworden. Das Design ist mit Sicherheit einfach der Zeit angepasst. Und alles total hip und modern und total cool zu bedienen mit diesen Swipe-Geschichten. Also ich finde das schon, ja, mir gefällt er gut. Oh, ich glaube, wir könnten ganz gut was mit dem anfangen. Erstmal ist er palettenfähig, was schon mal ganz praktisch ist. Dann haben wir unsere Vertriebsleute, die unterwegs sind. Der ist klein und handlich, also man kommt in die Stadt rein und findet einen Parkplatz. Caddy ist ein alter Klassiker, würden wir nicht Nein sagen.